Alan Wake Remastered und weiter geht's im nächsten Part zu meinem Let's Play von Alan Wake. Wir sind gerade am Wachturm und im letzten Part haben wir Walter gefunden, der ist gestorben. Er wurde nämlich von Danny getötet, der hat Rache genommen hat. Mr. Walter. Boah, die ganzen Blitze, so geil, ey. Ich liebe dieses Wetter. Passt gerade zu mir, wir haben gerade auch gerade Blitzdonner und Regen. Oh, it's Radio Time. Ach so, da ist nicht die Tür. Hier ist die Tür. Oh, Jagdgewehr. Geil. Das ist die seltenste Waffe im Spiel auch, ey. So, okay, Radio Time. Also, wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich da. Die Jungs vom Wetterdienst sagen, dass er bis morgen früh toben wird. Vielleicht noch länger. Lasst mich diesbezüglich nochmals die Vermisstenanzeige vorlesen. Die Polizei sucht immer noch nach einer Frau, 30 Jahre, schlank, blond, mit blauen Augen. Alice! Sie hat sich vielleicht im Wald verirrt und ist womöglich bei einem Autounfall verletzt worden. Wenn ihr sie seht, schafft sie bitte ins Trockene und ruft den Sheriff. Bei diesem Wetter sollte man nicht draußen sein. Also, wenn ihr jemanden seht, der ein wenig verwirrt aussieht, seid ihr behilflich, okay? Hier spricht Pat Main auf KBFFM. Ja, Moment, geht's sofort weiter. Ach, so. Kurz. Ach, okay, warte. Ich hab was im Ohr. So, jetzt weiter geht's. Das ist Alice, ne? Blond. Das blonde Frauen haben irgendwie immer blaue Augen, ne? Und Rothaarige haben immer grüne Augen, Braune haben immer braune Augen. Braunhaarige. Oft. Nicht immer, aber oft. Blond sind blauäugig, rothaarige sind grünäugig und braunhaarige sind braunäugig. Zwar nicht immer, aber relativ oft. Komm schon. Du hältst irgendwas aus, ne? Headshot! War so ein Blitzschlag. Thunderstrike. Ist da irgendwas gelandet? Nee, ne? Ich sehe zumindest nichts. Jetzt kann man ein bisschen Roadkill betreiben wieder, ey. Legt euch nicht mit Wake an. Er ist eine Gefahr hinterm Steuer. Oh, da geht's weiter. Warte, da möchte ich kurz was ausprobieren, weil ich habe was übersehen, oder? Was war denn da hinten an der Stelle, damit das der richtige Weg war? Genau hier. Gar nichts, das ist der eine Weg gewesen. Okay.
Perfekt eingeparkt. Komm, du wachst jetzt auf, dann sag ich dir. Ja. Tschüss. Dann müsst ihr ein bisschen früher aufstehen. Vielleicht ist die Bühne. Oh, gleich kommt die beste Szene im Spiel. Das ist eine der besten Szenen. Windmile. Kann ich da rein? Nope. Kann ich von den Dingern erschlagen werden? Nö. Muss einmal trotzdem ausprobieren, ne? Hm, kann ich von den Windmühlen-Dingern erschlagen werden? I guess not. Ich dachte eigentlich, da springt einer raus. Boah. Ist halt eine Seite oder ist die im Night? Ne, das ist eine Seite. Man sieht da schon leuchten. Nee. Dann ist das die Seite, die im Nightmare-Modus hier hängt. Aber im Nightmare-Modus hängt, glaube ich, hier eine Seite. Okay. Oder ist hier auch eine Seite im Nightmare-Modus? Aber möglicherweise ist es komisch, dass hier nichts ist. Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Barry! Und Hardy! Oh, das ist so eine coole Szene jetzt, ne? Ja, das ist abgefahren. Ja. Oh yes. Wuhu. Ah. Boah. Mein Video, das Video wird auf definitiv gesperrt. Also nicht gesperrt, Verstöße gegen Urheberrecht. Definitiv. Auf der Elder Gods. Gut gemacht, Barry.
Das ist die neue Taschenlampe. Oh shit. Schneller als jetzt geht mit der Taschenlampe, ne? Sharon of the Elder Gods. Oh, du bist geowned, Buddy. Ja, danke sehr. Bang, die Gitarren-Solo. Oh, da ist wieder einer hinter mir. Komm nicht so schnell auf die Bühne. Komm, nimm die Shotgun. Hä? Oh, natürlich haut er die Axt auch noch. Das ist vielleicht der großartigste Augenblick unseres gesamten Lebens. Das ist der großartigste Augenblick unseres Lebens. Ja, das ist ganz ehrlich, das ist schon ziemlich cool. Children of the Elder Gods. Noch mehr? Oh ja, da kommen noch zwei richtig fette. Boah. Komm schon. Vier Kopf. Ist vorbei? Jetzt vorbei. Boah. Alter. Ich würde das mal ein bisschen eleganter lösen, alles aber funktioniert. Das war der Hammer! Bright Falls, Amerikas Rock'n'Roll Hauptstadt. Das war echt der Hammer. Ich hab. Nicht mehr die Shotgun. Hier geht's zur Farm. Ist klar. Ach, doch noch mehr Jägermunition. Vielleicht krieg ich ja doch noch ein bisschen was zusammen. Damit sich die Jägerwaffe mehr bezahlt macht. 9 Schuss? Hm. 9 Schuss für die Jäger oder 20 für die Pumpgun? Ganz ehrlich, ich nehme mal die Pump Action. Die hat schon lange nicht mehr. Manuskript und Mulligan hinterfragt Nightingales Befehle. Deputy Mulligan ignorierte Thorntons Geschwätz. Er hielt Atoren nicht für besonders nützlich und eine große Menschenjagd hielt er für Schwachsinn. Kein Grund, Kaffee und Kuchen zu verpassen. Es war ja nicht einmal klar, was er getan hatte, außer auf der Wohnwagenanlage vor ihnen zu fliehen. Mulligan wusste, dass er nicht allein war. Der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann. Mhm. Guck mal, sie nennt ihn nicht mal Agent Nightingale, sie nennt ihn einfach nur FBI-Mann. FBI-Mann. Ich hab vergessen, dass ich Flashbangs und so hatte, ne? Ja. Boah, wie cool das war, ne? Oh ja. Children of the Elder Gods. Das ist immer, die Brüder sind auch sehr gute Pyrotechniker, ey.
Jetzt habe ich die geile Taschenlampe. der Starschnitt. Siehst du, kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar, darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Ja. Wir müssen das Ding aus dem Weg schaffen. So weit bin ich gekommen, bis sie mir aufgelauert haben. Das ist die Stelle, bis du hingerannt bist. Da hinten oben haben wir dich beobachtet, da oben. Genau da. Hoi. Heilig das heilige Licht. Na gut. Kann ich auch schießen dabei? Endo, alle, die das Video gucken. Sorry, aber da kann ich nicht widerstehen. Das muss ich kurz machen. Children of the Elder Gods. Upsala. Ist hier was? Nö. Da hinten ist die Leiter. I'm going to kill so many of you guys so I can build a light ladder back to Earth. A ladder back to the Cauldron Lake, man. Das ist completely wrong. The Saints Row 4, ne? So I can build a ladder back to Earth. Schon okay, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Das war eine tolle Show-Einlage. Ja, das war ziemlich gut. Willst du meine Barry Wheeler-Invitation sehen? Nein? Na klar. Ja, guck mal, wenn ich den anleuchte, dann tut er den Starschnitt vors Gesicht, dann geht's nicht mehr. Na gut. Wow, ein Wikingerboot. Von dir, der Ozzy Osbourne nur aus Reality-Shows kennt. Wow, Nightspringsen! Da werden Erinnerungen wach. Weißt du noch, als ich dir diesen Auftrag besorgt habe? Dein erster echter Job als Autor, dein Durchbruch. Ist das eine deiner Folgen? In der Nightsprings-Folge? What? Alles hier. Halt, nein. Ich träume gerade. Ich schlafe. Ist das nicht mein Traum? Oh ja. Klar. Sehen Sie es ein. Sie sind nur ein Traum. Ich bin ein Traum. Sie sind ein Traum. Der Vogel im Taucheranzug ist ein Traum. Na. Und die süße Puppe da hinten. Definitiv auch. Aber ich bin sicher, dass ich träume. Vielleicht sind Sie ein wirrer Traum. Bin ich Psychiater? Ich halte mich jedenfalls an die Schlauköpfe. Und die sagen, er erledigt das Träumen. Der da. Ich weiß nicht, was das heißt. Dass wir ihn bei Laune halten. Keine Abstürze. Wir sorgen dafür, dass er Kleidung trägt, wenn er rausgeht. Keine Fluchten vor Monstern, bei denen er wie wild rennt, sich aber nicht von der Stelle bewegen kann. Nichts in der Art. Denn wenn er plötzlich aufwacht... Ja, genau. Wir warten also, bis er weiter möchte und halten alles schön ruhig. Hm. Etwas passiert hier. Ja, was denn? Was? Hören Sie es nicht? Oh, du liebe Güte, ein Wecker. Das sind Sie.
habe Frau und Kinder. Bitte nicht weg. Tja, das sind jetzt keine mehr. Es ist halt ein bisschen was von H.P. Lovecraft, ne? Nicht Cthulhu, sondern ist Azeloth ist das, ne? Der im Weltraum schläft, ne? Der träumt, der schläft und er träumt alles, was existiert, ne? Wenn der irgendwann aufwachen sollte, dann hört alles auf zu existieren, weil alles, was hier im Weltraum existiert, träumt er nur. Ist Azeloth, ne? Ist Cthulhus Vater, Verwandter? Auf jeden Fall irgendwann mit H.P. Lovecraft, hast du auch sowas gemacht, so ein Thema, ne? Oh ja. Einer der Lovecraft-Monster. Oh toll, jetzt hätte ich das Jägergewehr doch mal mitgenommen. Ich könnte ja zurücklaufen und es holen. Ja, nee. nee. Thermoskanne. Sonst noch was? Oh nein, was ist mit dem Starschnitt? Komm mal da hoch. Wikingerboot, Seilschiene und eine Riesentür, die man nicht aufmachen kann. Die Anderson-Brüder in den 70ern. Es ist 1976 und auf der Anderson-Farm tanzt der Bär. Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbstgebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron. Oh Gott. Die Andersons fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt, sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt, mit gellenden Schreien. Mit dem Hammer in der Hand versucht er, den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe. Darum hat das darum. Darum haben die Sachen ja auch Macht. Die trinken ungefiltertes Wasser vom Cauldron Lake. Natürlich klar, dass sie auch durchdrehen. Oder alles klar sehen, sobald die den Mondschein trinken, ne? Ah, okay, das ist also der Grund. Das ist so ein Cauldron. Das Wikingerboot sah beeindruckend aus. Fast wie ein Rambock. Dann lass uns zum Cauldron Lake gehen und das Wasser trinken. Old Gods of Asgard, die Ragnarok. Oh, Ragnarok. Das ist ja in der nördischen Mythologie der Weltuntergang, ne? Ja, Ragnarok. Tor 1975. Der Zorn der Götter wird kommen. 11. April, Seattle, Washington. Oh, und Seattle. Oh, Seattle. Oh, ist ein Space Needle. 13. April, Bakersfield, Kalifornien. April, Long Beach, Kalifornien. 17. April, New York City, New York. 18. April, Norwalk, New Jersey, ne? NJ ist New Jersey, oder? 22. April, Detroit, Michigan. 26. April, Jacksonville, Florida. 27. April, Tampa, Florida. New Orleans. Louisiana. Genau, New Orleans. Oh, New Orleans, der Schauplatz der Serie The Originals von den Michelsons, ne? Louisiana, ne? 1. Mai, Baton Rouge, Louisiana. Hoffentlich habe ich das alles richtig übersetzt. Okay, ich wollte sagen, passiert da auch was? Doch. Oh! Alter, ich versuche die alle auf einmal zu töten, aber klappt irgendwie nicht. Ich hänge fest! Ah, das hätte ich echt viel eleganter lösen können.
Ah, das ist so einer wieder. Hab ich dich. Ich bevorzuge echt immer noch den Revolver, ne? Ich glaube, wir könnten hier nur hier. Ich möchte mal was ausprobieren. Ob ich das schaffe, den Typen in den Kabel reinzulocken. Na, doch, hab ich geschafft. Auch wenn das komplett wieder unelegant alles war. Ich wollte dann einfach mal gucken, ob ich es schaffe, den Kabel zu locken, ey. Ich habe vergessen, dass ich keine Flare mehr habe. Warte, ich habe doch irgendwo Rad. Da. Habe ich schon gesehen, keine Sorge. Krass, wenn ich alle Sachen auf, wenn auf der Mülldeponie, ne, alles von der Dunkelheit besessen würde, wäre, ne, dann könnte man so die, könnte man so den Müll der Welt vernichten, ne, oder alle Plastiktüten im Meer, wenn die sich in die Dunkelheit verwandeln und wir leuchten die an. Dann verschwindet das gesamte Plastik aus dem Ozean. Voll cool. Ah, das hier ist der Destillierer. So. Wow, diese alten Knacker hatten echt was am Laufen. Weißt du was, Herr? Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich die vermarkten. Ja, ich verkaufe dieses Zeug online, eine reine Fernsehshow an und bringe eine neue Single raus. Na, viel Glück damit. Hey, du findest für uns einen Weg nach draußen. Ich sehe mir das Zeug mal genauer an. Aber nicht trinken, dafür sind wir nicht hier. Wobei, die haben ja gesagt, wir sollten mal von ihrem Moonshine trinken, ne? Das macht den Kopf klar. Vielleicht erinnern wir uns ja dann wieder, was passiert ist. Ja, ich wollte sagen, wo geht's denn hier hoch? Ich nie sehe, ne? Ist klar. Warte mal, das ist eine Radioshow, ne? Oh, das ist sogar der letzte Radiosender. Danach haben wir alle. Wie die regelmäßigen Zuhörer unter euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind Sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält Sie auf Trab. Ziemlich, ja. Ehrlich gesagt, wir hatten einige andere Sachen um die Ohren.
das ist doch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber noch nicht reden. So. Ich will doch auch nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir auch andere Eisen im Feuer haben. Und wie würden Sie Ihr Pensum mit dem vom letzten Jahr vergleichen? Mir kommt es derzeit recht friedlich vor, aber die Menschen werden zu dieser Jahreszeit gerne etwas wilder. Oh, und E-Pad, es ist ziemlich wild. Es gab jede Menge Probleme dieses Jahr. Vandalismus, Schlägereien, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und eine ganze Menge Menschen sind verschwunden. Ja, ja, es ist im Großen und Ganzen das übliche Pad. Nur wissen Sie eine ganze Menge mehr davon. Kommt es nur mir so vor oder wird auch das Hirschfest mit jedem Jahr wilder? Die Leute wirken noch betrunkener oder sie fangen früher Scheiße. An, sind jünger. Das geht definitiv nicht nur Ihnen so, Pat, aber definitiv. Hey, ich rede gerade so. Mist, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Nicht nur mir. Richtig, ja. Es wird wilder, Pat, aber eigentlich scheint der ganze Ärger von erwachsenen Männern auszugehen. Die Kinder benehmen sich dieses Jahr wirklich gut. Schön, wenigstens das zu hören. Deputies, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie hier gewesen sind. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Gern geschehen, Pat. Ja, gern geschehen, Pat. Und der letzte Radiosender, und ich sehe gerade, der Part ist schon eine halbe Stunde lang. Wie es weitergeht mit Alan Wake Remastered, sehen wir im nächsten Part. Zum Let's Play von Alan Wake. Bis gleich.